Liebe Freunde, ich spreche hier für die LAG Tropen, der Grünen und auch für den Verein Eve und Ray. Es freut mich außerordentlich, dass ich heute hier vom Checkpoint Charlie zu euch sprechen kann. Hier verlief einst die Mauer, die Berlin, Europa und die Welt teilten. Am 11. November 1989, in der Nacht, als die Mauer fiel, war ich auf der Bornholmer Brücke. So gut mit deinem Stativ. Und ich bin in dieser Nacht vom Westen in den Osten gegangen. Ich habe dabei in die Gesichter der Grenzer gesehen, die ihr ganzes Leben lang diese Mauer bewacht hatten. Liebe Freunde, ihr könnt mir glauben, ich habe noch nie Uniformierte so blöd aus ihrer Uniform klotzen sehen wie in dieser Nacht. Warum sage ich das? Weil wir uns heute hier versammelt haben, um auch für den Abriss einer Mauer zu demonstrieren. Und diese Mauer heißt Betäubungsmittelgesetz und diese Mauer muss weg. Kampf muss frei werden. Und den heute uns hier begleitenden Uniformierten möchte ich sagen, denkt an, auch das Betäubungsmittelgesetz wird fallen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Seid vorbereitet darauf. Nicht, dass auch ihr irgendwann mal genauso dumm aus der Wäsche guckt, wie die Grenzer, die diese Mauer hier gemacht haben. Das Betäubungsmittelgesetz bewirkt eine ganze Menge grässlicher Dinge. Es zerteilt unsere Gesellschaft, es zerteilt Familien. Ich möchte, und Julia Seliger, hier meine Vorrednerin, hat schon eine ganze Menge Aspekte gebracht, wie das Betäubungsmittelgesetz wirkt und warum wir es reformieren, warum wir es abschaffen müssen.